Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir die rote Rübensorte Rotkohl 2, die wir im Juli ausgesät haben, ernten. So, fangen wir auch schon direkt hier an mit dem ersten Exemplar. Das hier ist auch das größte Exemplar. Hier sieht man es schon mal in der Nahaufnahme. Und ab damit in den Erntekorb. So, hier das nächste Exemplar ist ein bisschen kleiner. So wie auch dieses Exemplar. Der Rest allerdings ist noch viel kleiner. Das Ganze ernte ich jetzt im Schnelldurchlauf. Hier sieht man es nochmal in der Nahaufnahme, wie winzig die waren. Und ja, in dem Beet bringen wir jetzt Hornspäne aus. Das Ganze ist ein biologischer Dünger, um wieder neue Nährstoffe in den Boden reinzubekommen. Und dann arbeiten wir das Ganze mit einer Hacke ein. Und dann nochmal Dünger. Und das Ganze dann noch einmal mit der Hacke einarbeiten. So, jetzt kommen nochmal die Rotrüben auf das Beet und dann machen wir noch ein Foto für Instagram. Ist übrigens auch in der Infokarte verlinkt. So, in das Beet kommt jetzt Feldsalat und zwar die Sorte Amelie, die kann man ganzjährig anbauen. So, ziehen wir jetzt mal hier die Rillen. Und das Ganze geht natürlich schneller im Schnelldurchlauf. Und hier geht noch eine Rille hin. So. Dann packen wir mal das Saatgut aus. Und machen uns ein paar Körner auf die Hand. So sieht das Ganze aus. Und jetzt geben wir jedes Korn einzeln in die Rille. So, jetzt habe ich nochmal hier eine Nahaufnahme. Und es geht natürlich schneller im Schnelldurchlauf. So, und jetzt schließe ich die Rillen. Und das Ganze wird dann noch ein bisschen angedrückt. Und das Ganze mache ich jetzt mit jeder Rille. Noch die Blätter weg.
Im Normalfall sollte das Saatgut dann nach einer Weile keimen, circa 14 Tage. Also wir finden Feldsalat echt super, da man es einfach im Winter anbauen kann. Und das Ganze noch im Freiland. Das war's von dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Rechts könnt ihr abonnieren und links seht ihr noch ein weiteres Video. Und ich würde sagen, tschüss.